Bürgermeister im roten Haus und die Gans in der Hand und so weiter. Also das kommt jetzt dann gleich. So viele Leute im Alter, es ist viel Tradition. Ich glaube, das ist ganz typisch Dornbirnerisch. Als Oberländer kennt man das gerne so. Liebe im Alter S, so muss man glaube ich das bei euch sagen, darf euch gerne einen Gruß des Landes überbringen. Freue mich auch persönlich, dass ich dabei sein kann. Angefangen hat das schon ganz gut, weil wir schon Riebel und Kaffee gekriegt haben. Ich kann das beurteilen, die Blick in der Riebelzunft flascht alles. Also ich weiß, was ein guter Riebel ist und das war ein sehr guter Riebel, wo ich gekriegt habe. Aber das Zweite, was noch passiert ist, bei mir war es von der Nernia passiert, ein paar Damen haben sich gleich auf mich geschaut zum Foto machen. Und eine ältere Dame ist vorbeigegangen und hat gesagt, der Landeshauptmann hat gesagt, ah Himmler, sonst gibt es kein gutes Foto. Also so gesehen, er blieb länger zu dauern, wir haben auch die Himmler von der Frau, aber es wäre natürlich, ja, ziemlich Lübe, aber gut ist es zu. Der Eduard kenne ich noch vom letzten Jahr, er dachte noch, das stimmt, was hat er gemacht mit dem? Na ja, gut. Sommerfrische ist der Ziel, aber es hat natürlich schon mal andere Vorfälle aufgegeben, gell? Ja. Nicht bei mir, sondern beim Stadtrat Meiser. Der hat er einfach angeschissen. Aber bei der Andrea wird er ganz ruhig. Ich wünsche euch jedenfalls einen ganz schönen Markt. Ich danke allen, die auch da sind im Alter S, dass ihr einfach den Bruch aufrechterhalten. Für einen Oberländer wie mich ist das ein bisschen ungewohnt, aber ich finde es einfach eine ganz, ganz tolle Sache, dass ihr eure Eigenheiten da bewahren. Also 1, 2, 3, jetzt nochmal. Achtung, liebe Birgit, alles Gute zum Geburtstag. Salz ist ja mega, ne? Die Zeit, das ist schwierig. Es passt schon. Für alles musst. Aber ich ist der lieb, der da einen Geburtstag feiert, oder? Videogrüße bei Geburtstag sind sehr gefragt. Danke. Hey. Nein, am Fuchs! Wer hat den Fuchs gehört? Ehrlich? Ja. Ja. Du bist ein solcher Glücksfest. Ja. Also gut, ich bin lupig geworden. Jetzt dreht einmal im Lehrer und macht am Fuchs. Weißt du, da stand sie Schlange und kriegen nichts als ihre Katze im Sack. 200 garantiert schon. Und vier, das war das der fünfte. Man braucht ein Wahnsinn. Das herrscht. Wir haben nochmal Glück mit dir. Ja, genau. Wir kriegen, also dann hört das von dir wirklich verdient. Ja, jetzt haben wir gerade den Martini-Markt vorbei und jetzt geht es weiter zu einer Lehrlingsmesse. Ich muss noch kurz haben, mich umzuhören, weil im Alter heißt, kann man nicht auf eine Lehrlingsmesse gehen. Aber ja, das ist das zweite Thema für heute. Es geht um Lehrlinge, es geht um Fachkräfte. Da muss man schon vorbeischauen. Aber da war es natürlich lässig auf dem Markt. Im Alter Häs in Dornbirn, eine schöne alte Tradition. Aber irgendwann ist das schönste auch vorbei. So, jetzt gehen wir zur Lehrlingsmesse im Allgäu in der Tennishalle in Nenzing. Wenn ihr euch interessieren, was da läuft, Lehre in Vorarlberg, dann geht ihr einfach mit. 27 Minuten vor meiner Schaft. Ich bin immer noch ganz beeindruckt von Highway to Hell. Hat sie gut gemacht, die Schulwelt, oder? Später nochmal einen Applaus der Schulwelt. Die sind so gut gewesen. Versuchen wir mal, dass einmal ein guter Schulbusser kommt. Ja, warum ist die Lehre wichtig? Ich glaube, das sieht man, wenn man da hinschaut. Das interessiert wahnsinnig viele junge Leute bei uns im Land, oder? Wir haben 52% der Jugendlichen in dieser Altersgruppe, die sich für eine Lehre in Vorarlberg entscheiden. Also wir müssen wirklich schauen, dass wir die Jugend motivieren können. Und so, was wir heute gemacht haben, ist genau das Wichtige, um die Altersgruppe, die Jugendlichen, die sich interessieren, sind sehr viele heute da, wenn man rundum schaut, für die Lehre zu begeistern. Und da bin ich wirklich dankbar, dass das gemacht wird. Und möchte den Verantwortlichen, den Unternehmern im Wallgau, der Plattformlehre im Wallgau, einfach ganz, ganz herzlich meinen Dank aussprechen. Heute sind viele junge Leute da, die sich für einen Berufsweg entscheiden müssen. Meldet ihr, gehen Sie einen auf den Weg mit.
Es muss Spaß machen. Also man muss sich für etwas interessieren, wo dann wirklich Spaß macht. Sie nicht in eine Richtung drängen lassen, sondern irgendwie den eigenen Weg finden. Und eine Lehrausbildung ist jedenfalls eine gute Investition. Und man kann der Jugend heute auch sagen, das ist auch wichtig, ist für uns Erwachsene vor allem wichtig, dass wir es unseren Kindern transportieren. Eine Lehre ist keine Sackgasse. Eine Lehre ist der Türöffner in einem Beruf. Und das ist in der heutigen Zeit ja auch was ganz, ganz Wertvolles. Wer eine Lehre macht, hat im Vorarlberg alle Möglichkeiten der Zukunft. Und das muss man transportieren. Der Geheimtipp ist der Umgang mit Holz. Das hat mich immer schon interessiert, da bin ich nicht bei der Tischlerei Feuerstein erklären geblieben. Da haben sie gerade Holzfenster gemacht, so wie man es ganz früher gemacht hat. Das ist hohe Handwerkskunst. So etwas bringt man nicht einfach her, aber der Baustoff Holz ist sehr, sehr interessant. Es wird vielleicht mal Spaß machen. Also wenn ich mal nicht mehr Politiker bin, dann mache ich eine Tischlerlehre. Es wäre da was Neues, oder? Fertig. Da möchte ein junger Herr kennenlernen, der kann mit dem läuft von ein Foto machen. Ja, das ist übrigens der Papa da hinten. Ja, genau, das machen wir schnell ein Foto. Papa, komm. Ja. Ich glaube, das ist das Schönste, was einem passieren kann. Man könnte als Landeshauptmann sagen, die Zukunft liegt in guten Händen. Ja, die Bildung ist halt wichtig. Digitalisierung ist das eine Thema und die Lehre natürlich das andere Thema. Ja. Aber möchtest du, dass die junge Leute ausbilden? Kann man dann auch noch mitkommen. Und dann sieht man die Art Durchfahrt dahinter. Muss ich dir jetzt sagen, was wir gemacht haben. Genau, das ist die neue Ortsdurchfahrt. Jetzt kommen wir direkt von der Lehrlingsmesse in Menzi. Mittlerweile sind wir in Ragal angekommen. Da hat man ganz gut investiert, vom Land und mit der Gemeinde gemeinsam, über 2 Millionen Euro. Es geht um eine neue Ortsdurchfahrt, die wir gemacht haben. Ein Gewinn an Sicherheit, ein neuer Gehsteig. Das ist für mich ein gutes Beispiel für wichtige Investitionen im ländlichen Raum, Kleingemeinden, mitten im Großwalsertal am Berg oben. Jetzt schauen wir mal, wie die Eröffnung läuft. Ein ganz besonderer Gruß und es ehrt uns, dass Sie heute da sind, am Landeshauptmann und Magister Markus Wallner. Ja, geschätzter Herr Bürgermeister, lieber Landesrat Christian Gandler, werte Abgeordnete, Herr Bezirkshauptmann, auch andere Bürgermeister aus der Region, natürlich lieber Herr Pfarrerohl, liebe Festgäste, Musikanten des Phrasenechos. Ich darf euch alle miteinander auch von meiner Seite noch herzlich begrüßen. Eigentlich ist eh schon fast alles gesehen worden, so dass man die Dinge nicht wiederholen muss, aber wir freuen uns, glaube ich, alle miteinander mit. Wir haben uns entschieden zu investieren, es soll der Bevölkerung vor Ort zugutekommen. Das heißt, wir müssen miteinander viele Aufgaben bewältigen, ob es die Bildung ist, ob es der Tourismus ist, ob es die Kinderbetreuung ist, die Unterstützung von Familien ist, viele Sozialfragen. Ein Musikant hat man vorher gesehen, der große Vorteil ist jetzt eigentlich, jetzt können wir, wenn wir das Gasthaus gar nachher beleuchtet haben, laufen. Und dann hat man gesehen, eine mittlerweile glaub, verstorbene Ragalerin, wenn es stimmt, die hat gesehen, die Lichter sind so stark, jetzt ist schon, jetzt leuchtet die Landesregierung schon ins Schlafzimmer. Also es sind alle Kommentare schon gekommen, aber jetzt haben wir eine Freude, dass es vorbei ist, dass wir eine neue Ortsdorffahrt in Ragal haben und dass wir sie dann gleich einmal eröffnen dürfen. Der Pfarrer wird die Segnung noch vornehmen. Darf ich dir das übergeben? Falls er noch einen Ministranten benötigt, der Landesrat Gantner würde zur Verfügung stehen. Also du brauchst keinen Ministranten. Pfarrer macht es alleine. Ich wünsche alles Gute inzwischen.
Ja gut, jetzt ist schon dunkel, jetzt sind wir gerade von der Halle da, von der Weißer Halle in Ragali, fahren wir ins Montafon hin, da gibt es eine Eröffnung von der Firma Sima. Aber für euch wird es wahrscheinlich mittlerweile vorbei, es ist schon dunkel, also ab ins Bett.